Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen aus Moskau, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Sondersendung Weltwoche Daily Spezial, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt hier in der russischen Hauptstadt, das Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien setzt sich immer wieder anderen Wirklichkeiten, anderen Realitäten aus. Und wenn alle über Russland herfallen und die Russen pauschal in Bausch und Boden verdammen, ja, dann ist Weltwoche Daily gefordert. Dann müssen wir uns selber einen Eindruck verschaffen hier. Sehr interessant. Ich befinde mich jetzt an einer geschichtsträchtigen Stätte auf dem Revolutionsplatz. Im Hintergrund, kann ich ihn einfangen, ist eine Statue von Karl Marx etwas hinter den Bäumen verborgen. Karl Marx, der Stichwortgeber und Chefphilosoph des Marxismus, hier immer noch mit einem Denkmal verewigt. Ja, es ist da hinter dem Bus, vielleicht sehen Sie es, hinter dem Bus aufragend, aber etwas weit entfernt. Die Tauben sitzen auf dem Kopf des Karl Marx, so hat er doch auch noch eine soziale Funktion. Und dann, hier sehen Sie im Hintergrund das legendäre Hotel Metropol, das Hotel Metropol, einer der ganz schönen Begegnungsorte in dieser Stadt, auch mit einer riesigen Historie, das russische Bürgertum, auch noch während der Zarenzeit hier im Metropol zugange. Dann nach der Wende ist das Ganze etwas zusammengefallen, verkommen. Doch nicht zuletzt ein Schweizer, der frühere Generaldirektor Herr Goda, den Weltwochelesern bekannt, hat das Haus wieder zur einstigen Pracht und Blüte geführt. Wenn ich da noch ein bisschen rüberlaufe, meine Damen und Herren, ich komme dann noch auf das wunderschöne Gebäude im Hintergrund zu sprechen, wenn ich noch ein bisschen hier nach vorne gehe, ein Prachtsboulevard, dann sehen wir im Hintergrund hier dieses gelbe Gebäude am Ende der Straße, ja, das gelbe Gebäude am Ende der Straße, das ist sozusagen ein Mahnmal des Schreckens aus sowjetischer Zeit. Das ist die Lubjanka, das Hauptquartier der einstigen Geheimpolizei von Stalin. Da wurde gefoltert, da wurden Dissidenten, Andersdenkende, Regimegegner der Sowjetunion aufs Übelste behandelt und dann verschleppt oder umgebracht. Ein übles Mahnmal aus kommunistischer Zeit hier ganz im Zentrum. Das ist übrigens nicht weit vom Roten Platz entfernt. Hier übrigens auch ein legendäres Spielwarengeschäft mit unglaublichen Schätzen aus vielen Zeiten. Also Sie sehen, in Moskau prallen Höhepunkte und Abgründe der russischen Geschichte auf engstem Raum aufeinander. Und jetzt nähern wir uns eben jenem Gebäude, vor dem wir die heutige Sendung aufzeichnen. Es ist, die Kulturaffinen unter Ihnen haben es vielleicht erkannt, das ist das Bolschoi-Theater. Das Bolschoi-Theater, sozusagen das Opernhaus von Moskau. Und da finden Aufführungen statt, Ballett, Opern, selbstverständlich. Und legendäre Namen wie Rudolf Nureyev oder Michail Baryshnikov waren hier auf der Bühne zu sehen. Und jetzt treffe ich den Michail Baryshnikov der Geopolitik und der internationalen Finanzanalyse. Er lacht schon. Dr. Peter Hänzeler, den wir gestern mit einem Grosserfolg eingeführt haben für seine neue YouTube-Karriere hier auf Weltwoche Daily. Haben Sie die Sendung vielleicht schon gesehen? Sonst holen Sie das nach. Gestern auf dem Roten Platz haben wir mit dem Unternehmer, dem Anwalt und jetzt in Russland lebenden Schweizer, dem Zürcher, Stimme aus Russland, das ist der Name seiner Website, die Stimme aus Russland, mit Dr. Peter Hänzeler haben wir uns unterhalten über das Leben in Russland und über ein paar Vorurteile in unseren Medien. Und jetzt stehen wir hier vor dem Bolschoi-Theater und möchten uns über ein Thema unterhalten, Peter, das dich seit vielen Jahren beschäftigt. Und es ist ein Thema, dass, weil es eben etwas komplex ist und nicht so einfach zu durchschauen, in den Schlagzeilen erst langsam die Beachtung erfährt, die es eigentlich verdiente. Peter Hänzeler, ich glaube, das darf man sagen, hat schon vor längerer Zeit darauf hingewiesen. Und zwar geht es in der heutigen Sendung nun vor dieser Kulturstätte um die Verlagerung
des Gleichgewichts der Schwerpunkte in der internationalen Finanzindustrie. Man könnte sagen, die Vorherrschaft des Dollars wankt, vielleicht Vorboten eines Gezeitenwandels wie vor vielen Jahren, vor vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden, als das Römische Reich einst in Europa zu bröckeln begann. Darüber werden wir sprechen. Aber zuerst noch, Peter, du lebst hier in Moskau. Wir stehen vor dem Bolschoi-Theater. Ist doch unglaublich. Was ist dein persönlicher Höhepunkt? Woran denkst du, wenn du dieses Bolschoi-Theater anschaust, dieses Denkmal der europäischen Kultur hier mitten in Moskau? Was kommt dir da in den Sinn? Bolschoi-Theater hier in Moskau, was ist das Wichtigste, das Schönste? Ja, ich war schon ein paar Mal hier als Gast und ich bin aber kein Ballett-Fan. Und ich besuche Ballett, wenn der Schwanensee von Tschaikowski gespielt wird, weil dann kann ich die Augen schließen, Musik hören, weil ich kann und einschlafen. Einschlafen nicht, aber ich bin wirklich kein Ballett-Fan. Ich kann kann ich nicht nachvollziehen. Also ich wollte jetzt natürlich von dir hören, dass hier am Bolschoi-Theater dieses Denkmal der europäischen Kultur, hier kommt zum Ausdruck, dass Russland und Europa zusammengehören und dass diese absurde Version des Kalten Kriegs, die wir jetzt erleben, dass die eigentlich dementiert wird durch so etwas wie das Bolschoi-Theater. Das wäre eigentlich die Einstiegsbemerkung, die ich hätte aufnehmen wollen, aber du kannst ja nochmal ansetzen. Ja, es ist eben so, dass ich durch das, dass ich Ballett nicht verstehe, dann sollte man über etwas, das man nicht versteht, sollte man auch nicht sprechen. Okay, gut gekontert. Ja, Peter, das Thema, über das wir uns unterhalten wollen, ist der Weltkrieg der Währungen, ist die Verlagerung der Geopolitik. Ich bin kein Experte, du musst mir das wirklich gut erklären und auch den Zuschauern. Ich beobachte einfach so ein paar Dinge in den Nachrichten. Ich beobachte zum Beispiel, dass der brasilianische Präsident Lula, ist auch nicht gerade ein Großkapitalist, eher vielleicht dem Karl Marx zuneigen, dass der spannt Fäden nach Russland, nach China. Wie sehen die Inder, die sich erstaunlich freundlich äußern über die Russen? Wie sehen die Chinesen, die immer enger zusammenarbeiten mit den Russen und umgekehrt die Russen? Es findet bald im nächsten Juni eine große Konferenz statt hier in Moskau, wo sehr viele Staatspräsidenten aus Afrika zusammenkommen. Du analysierst das seit vielen Jahren. Was steckt da dahinter? Was ist aus diesen Kontakten abzulesen? Sind das jetzt einfach spontane, aus dem Krieg herauskommende Verzweiflungspartnerschaften, Zusammenschlüsse oder verlagert sich hier ein Schwerpunkt? Wie interpretierst du diese Nachricht? Ja, das ist eine Verlagerung des Schwerpunkts. Es gibt da zwei Organisationen. Die erste heißt BRICS, das sind die Anfangsbuchstaben der Mitgliedstaaten. Das ist Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Das ist jetzt BRICS Plus geworden. Die neueste Entwicklung ist eigentlich die interessanteste, dass die Saudis und die Iraner faktisch dabei sind. Und da gibt es eine. Diese Organisation wurde 2009 sehr informell gegründet. In New York an einer UNO-Generalversammlung haben sich diese Parteien getroffen. Und die zweite Organisation ist SCO, Shanghai Cooperation Organization. Die gibt es schon länger. Das sind seit 2001, wenn ich mich richtig erinnere. Und dort sind 8 Staaten dabei, 8 plus auch wieder. Das ist Indien, China, Kasachstan, Russland, Usbekistan, Tadschikistan, Pakistan und Tadschikistan. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich alle 8 getroffen habe. Auf jeden Fall sind dort jetzt auch faktisch Iran und Saudi-Arabien dabei. Und diese
Staaten haben beschlossen, also die BRICS-Staaten, die BRICS-Plus-Staaten haben beschlossen, dass sie in ihrem Handel untereinander den Dollar nicht mehr gebrauchen. Die benutzen den nicht mehr und das wird belächelt im Westen, ist aber ein für mich ein Todesurteil für den Petrodollar. Was ist der Petrodollar? Der Petrodollar, der wurde eigentlich von Henry Kissinger verhandelt, das war 1973, 1974, nachdem Nixon das Gold Window geschlossen hat, also den Goldstandard abgeschafft hat. Das war ein Vertragsbruch gegenüber, gegenüber den 43 Mitgliedstaaten des Bretton Woods Abkommens. Und um sicherzustellen, dass der Dollar sehr stark gebraucht wurde, hat Kissinger zuerst mit den Saudis vereinbart, dass Öl nur in Dollar verkauft wird und dass die Saudis dann ihre Gewinne in amerikanische Staatspapiere anlegten. Jetzt der Petrodollar, das ist einfach der US-Dollar, der außerhalb von den USA benutzt wird. Das ist ein riesiges Geschäft für die Amerikaner und ein Machtmittel, wie wir das jetzt auch gesehen haben. Und das ist etwa die Hälfte aller Dollars, werden außerhalb von Amerika gebraucht. Und die Leute wurden gezwungen, das zu machen. Das setzte sich durch. Praktisch alle Rohstoffe in der Welt wurden bis heute in Dollar abgerechnet. Und diese Vorherrschaft, diese Dominanz des Petrodollars ist nun mit diesen Abkommen, eben diese Shanghai Cooperation Group, dann die BRICS-Organisation, faktisch erweitert um Saudi-Arabien, jetzt Iran, diese Weltherrschaft des Dollars wankt. Also du siehst diese jüngsten Verbindungen als ganz klares Indiz. Du hast sogar schon von einem Todesurteil gesprochen. Die NZZ, interessanterweise, hat gerade diese Woche einen Artikel publiziert, du wirst ihn gesehen haben, wo sie diese Perspektive als für verfrüht bezeichnen. Sie sagen, ja, so schnell geht es jetzt noch nicht vorbei mit dem Dollar, mit der Weltherrschaft da des Greenback, der grünen Währung. Was sagst du dazu? Ja, das ist hilflos, weil die Fakten sind klar. Wenn Sie jetzt BRICS anschauen, das sind die größten Ölproduzenten, zusammen Saudi-Arabien, Russland, die ganzen OPEC-Staaten. Und die werden, und dabei sind natürlich auch die zwei ganz großen Abnehmer, nämlich Indien und China. Das ist eine Machtkonzentration im Rohstoffhandel. Und auch zum Beispiel Erdgas. Nummer 1 im Erdgas ist Russland, Nummer 2 im Erdgas ist Iran. Das ist eine große Machtkonzentration. Und wenn der Dollar, das wird immer so kompliziert dargestellt, aber der Dollar ist ein Produkt wie jedes andere, das nach Angebot und Nachfrage wird der Preis bestimmt. Und wenn die Leute den Dollar nicht mehr brauchen, dann geht der Dollar, der nicht gebraucht wird, geht zurück nach Amerika und wird eine gigantische Inflation bewirken. Die Leute sind da, die glauben einfach daran, dass es so bleibt, obwohl die Fakten eine andere Sprache sprechen. Und lass mich hier schnell einen Punkt setzen. Bleiben wir bei der Bedeutung. Was heißt das für die Welt, wenn dieses System auseinanderbricht, beziehungsweise wenn der Dollar diese Dominanz verliert? Was heißt das zum Beispiel für die Schweizer? Was heißt das für die Europäer? Was heißt das für uns, wenn sich hier die Bedingungen verändern, ganz konkret im Alltag? Was ändert das? Also nehmen wir jetzt mal an, die Chinesen kaufen Öl, und das ist heute schon so, kaufen Öl von Russland. Dann bezahlen sie in Yuan oder Renminbi und bekommen das Öl und die Russen kaufen dann in Rubel, kaufen sie ihre Sachen ein in China. Und da muss man eben den Gedanken fertig spielen. Ende Jahr muss ja dann abgerechnet werden. Das ist wie ein Kontokorrentkredit. Und ich gehe davon aus, dass dieses Settlement, also diese Abrechnung nachher in Gold getätigt wird. Und das führt
indirekt zu einem Goldstandard, dass also diese, diese Währungen indirekt mit Gold unterlegt werden. Hier gibt es extrem viele Theorien, ich habe auch darüber geschrieben. Und da gibt es einen großen russischen Ökonomen. Einfach ganz konkret, dass wir das nicht in der großen Gold- und Geldtheorie hier sehen. Was heißt das ganz konkret für den Konsumenten? Heißt das, dass dann für die Europäer diese Rohstoffe noch unerschwinglicher werden? Was bedeutet so eine Gewichtsverlagerung der Währung? Jetzt geht es so, gut, da gibt's halt, werden halt die Chinesen, wird das halt in der chinesischen Währung bezahlt. So what? Was sind die praktischen Auswirkungen? Was heißt das konkret für die Welt, wenn sich so etwas verschiebt? Ja, diese Länder, die dieses, also die BRIC-Staaten, das sind ja auch diese Länder, die am meisten Gold gekauft haben in den letzten 25, 30 Jahren. Und es geht eben weiter. Die Chinesen haben jetzt von 11 total von diesem Energiegiganten in Frankreich haben sie das erste Mal Erdgas bezogen, auch in Yuan. Das heißt, das führt zur Multipolarität. Das heißt nicht, dass der Dollar untergeht, sondern der Petrodollar geht unter. Das heißt, jedes Land kauft nachher seine Güter in seiner eigenen Währung. Und das heißt im Grunde, wenn ich den Gedanken weiterspinne, das ist eigentlich etwas Positives, weil das dazu führt, dass man natürlich dann auch die Länder mit diesen Währungen entsprechend ernster nehmen muss und nicht alles nur einseitig auf die USA ausrichten kann. Also im Grunde die Forderung, die jetzt überall aufgestellt wird, macht euch nicht abhängig von Russland, macht euch nicht abhängig von China. Diese Verlagerung der Geldflüsse führt dazu, dass es dann am Schluss auch heißt, macht euch nicht allzu abhängig von den USA. Es gibt noch andere Währungs- und Weltsysteme. Also im Grunde eigentlich eine positive Entwicklung. Ja, weil nachher werden die Währungen, die dann wirklich gebraucht werden, werden mehr gebraucht und ich habe gesagt, das ist ein Produkt wie jedes andere und werden stärker. Also jene, die wirklich etwas produzieren, sind im Vorteil und die anderen sind im Nachteil. Also der Westen ist dann im Nachteil, weil er mehr kauft und weniger selber produziert, weil die industrielle Kapazität sich immer mehr eigentlich aus gut, nach Amerika zum Teil schon auch, aber letztlich verlagert sich ja viele der Industrie nach Asien. Das ist passiert in den letzten Jahren. Kann man das so interpretieren? Also ist der Westen angeschmiert, kommt er in die Defensive, wenn das weitergeht, was du hier beschreibst? Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob sie angeschmiert sind, aber die Leute müssen wieder etwas produzieren, damit ihre Währung gebraucht wird. Und diese alten Strukturen, zum Beispiel G7, ich gebe dir ein Beispiel, G7, wer ist da dabei? Ich meine, das sind die Deutschen, die Italiener, die Franzosen, die Briten, die Kanadier und die Amerikaner. Und die Japaner und Kanadier sind dabei. Das ist 10%. Und das ist wie eine Stimmrechtsaktie. Also wenn da jetzt einer kommt mit 10% und dir dann am nächsten Morgen sagt, wie du deine Firma zu führen hast, das ist ähnlich. Also das ist die heutige Weltlage eigentlich. Und Jeffrey Sachs, der Professor der Princeton-Universität, Columbia-Universität in New York, hat einen sehr interessanten Artikel geschrieben in der Weltwoche. Er hat nämlich dargelegt, dass die Amerikaner etwa 4% der Weltbevölkerung ausmachen, 96% der Weltbevölkerung sind ganz andere, aber die 4% glauben, sie könnten dem Rest die Bedingungen diktieren. Also mit anderen Worten, wenn ich das richtig verstanden habe, du bewegst dich ja täglich in diesen Finanzmärkten, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sehen wir jetzt in dieser Verlagerung, in diesem Ende des Petrodollars, die Entstehung einer multipolaren Welt. Das können wir als Schweizer ja nicht schlecht finden. Wir sind ja im Prinzip als kleines Land Verfechter der Multipolarität. Und der Schweiz ist es ja eigentlich immer am besten gegangen, wenn es mehrere Blöcke oder Mächte gegeben hat, als wenn sie nur unter der Knute, wenn nur eine geherrscht hat, dann kam nämlich die Schweiz immer unter die Knute, nicht zuletzt durch die Amerikaner, nicht zuletzt durch die amerikanischen Demokraten. Immer wenn die regieren in Washington, dann muss sich die Schweiz warm anziehen. Also kurzum, die ganze Entwicklung eigentlich positiv für die Schweiz oder wie stehen wir da? Sind wir ökonomisch, sind wir politisch gerüstet, um diese neue Währungspluralität, diese Multipolarität zu verwerten, produktiv aufnehmen zu können? Ja, die Schweiz hat ja, also meine, ist ja ein wunderbares Land und wir produzieren ja wirklich Zeugs, das man brauchen kann. Die Industrie in der Schweiz ist absolut grossartig.
wir haben politisch uns der Lächerlichkeit hingegeben. Ich meine, du sagst 5% ist die USA, ich meine, die Schweiz ist irgendwie ein Promille. Und da unsere Bundesräte machen da eine große Lippe und erklären den Chinesen und den Russen, wie sie sich zu verhalten haben. Ich meine, das ist, ja, also so wichtig sind wir nicht. Also, wenn es so weitergeht, werden wir noch einen Teil unserer Schlauchbootflotte auf dem Bodensee ins südchinesische Meer abdetachieren, um den Chinesen zu sagen, wo der Bartli der Most holt. Ja, genau. Also, meine, das ist wirklich, ich finde es bitter und ja, etwas lächerlich. Aber grundsätzlich ist das für die Schweiz eine multipolare Welt, ist eben für die Welt gut. Und die Chinesen, die Russen und die Inder, die wollen keine Hegemonen werden. Die wollen diese Vorherrschaft, jetzt ist es noch Amerika, vorher waren es die Briten und die Franzosen und die Spanier und die Portugiesen und die Holländer. Das wollen sie nicht mehr, das funktioniert nicht. Das heißt, wenn wir den Gedanken auch wieder weitertragen, die Schweiz muss unbedingt zurück zur Neutralität. So muss ich das interpretieren. Ich meine, die Schweiz als neutrales Land ist das weltoffenste Land der Welt. Das kann nämlich mit allen gut auskommen, hat keine Feindschaft. Und je multipolarer die Welt wird, desto wichtiger wird es, dass die Schweiz ihre Neutralität wieder auslebt und sich nicht zu einem faktischen Vasallenstaat, zu einer Rechtskolonie der Europäischen Union oder der Amerikaner macht und diese Außenpolitik eins zu eins nachvollzieht. Also ich interpretiere deine Aussagen so, Peter, je multipolarer die Welt wird, desto dringender wird die Rückkehr der Schweiz zur Neutralität, zur Weltoffenheit. Ja, da bin ich fest davon überzeugt. Und es ist natürlich auch so, ich habe Anzeichen gesehen vor ein paar Jahren, die großen chinesischen und die großen russischen Banken haben sie ja in Zürich niedergelassen und haben eigentlich nicht viel gemacht, hat man gemeint. Ich bin der Meinung, dass die BRICS-Staaten Zürich als BRICS-Hub geplant haben. Und mit der Aufgabe der Neutralität ist natürlich dieser Traum weg. Und durch den Crash der Credit Suisse ist hier wieder etwas Platz frei geworden? Nein, ich glaube nicht. Ich meine, die Credit Suisse, das Trauerspiel der Grossbanken, das ist ein Problem, das die Schweiz für sich selbst lösen muss. Aber wenn wir neutral sind und wirklich wieder neutral sind, und da bin ich eben persönlich der Meinung, dass bereits die UNO-Mitgliedschaft ein Problem ist, wenn die Leute streiten und zu uns kommen, um einen Richter zu finden, der vermittelt, das hat die Schweiz ausgemacht. Und ich kann nicht nachvollziehen, warum wir das aufgegeben haben. Bequemlichkeit, es ist halt einfacher mit dem Strom mitzuschwimmen, als unabhängig seine eigene Position zu bekräftigen. Peter, sehr, sehr interessant. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte noch auf ein Thema kurz eingehen. Nach unserem Gespräch gestern, meine Damen und Herren, Sie haben es vielleicht schon gesehen, habe ich zwei junge Schauspielerinnen interviewt hier auf der Straße. Das war wirklich erhellend. Wir sind einfach ins Gespräch gekommen. Gehören hier zu einer Schule des Bolschoi-Theaters, sind also im Tanztheater ausgebildet, aber auch klassisches Schauspiel. Und sie führen heute ein Stück auf, hier haben sie mich eingeladen, in Moskau, und zwar ein Stück über Hiroshima, und zwar mit der Hoffnung, dass die Liebe den Krieg besiegen werde und die Worte, nicht die Waffen, die Kommunikation wieder beherrschen würden. Also zwei junge, beeindruckende Frauen, die mir da erzählt haben. Und die haben mir dann gesagt, und da sind sie vielleicht etwas in Widerspruch zu dem geraten, was wir vorher diskutiert haben. Ich habe sie dann gefragt, wie ist das jetzt hier im Krieg zu leben, oder jetzt in Moskau während des ganzen Kriegs? Übrigens, sie haben immer vom Krieg gesprochen, also haben nicht gesagt, die militärische Spezialoperation, als ob sie sofort verhaftet würden, wenn man das Krieg nennt, was da in der Ukraine passiert, und sie haben auch keine Sekunde gezögert, hier vor die Kamera zu treten. Also jetzt so extrem kann das ja nicht sein mit der Meinungsverfolgung. Trotzdem haben sie aber gesagt, es sei
insgesamt doch eine bedrückendere Stimmung geworden in Moskau seit dem Krieg. Freunde von ihnen würden eingezogen, zum Teil nur schon mit E-Mails, und es sei schon nicht möglich, einfach seine Meinung zu sagen. Und wenn man jetzt eine Demo machen wollte, nur schon für den Frieden allgemein, man müsse gar nicht gegen den Krieg in der Ukraine sein, aber eine Friedensdemo, da hätten sie also gar keine Freude und da würde die Regierung schon sehr hart einfahren. Jetzt vielleicht wir als Schweizer sowieso immer etwas wohlwollend, auch andere Länder, andere Sitten. Wie interpretierst du das? Das waren also keine politischen Radikalinskis oder irgendwelche linksextremen Aufständlerinnen, sondern die haben ihre, wie ich empfunden habe, doch authentische Besorgnis zum Ausdruck gebracht, dass sich hier eben doch das Ganze in ein etwas käseglockenartiges Klima auch der Meinungsunterdrückung entwickelt habe. Wie siehst du das? Du erlebst ja auch im Alltag, du lebst hier, du kennst viele Russen, du sprichst mit ihnen. Was sagst du zu dieser Aussage zweier junger Frauen da auf Weltwoche Daily? Ja, das mag so zutreffen, dass die jungen Leute Probleme sehen, und die gibt es möglicherweise. Ich habe nie behauptet, dass die Freiheitsrechte, die wir in der Schweiz haben, dass diese auch, dass es diese hier auch gibt. Also es ist keine Diktatur. Also man möchte immerhin festhalten, dass sich alle paar Jahre der Herr Putin, der muss gewählt werden. Also wenn der schlecht. Das sagen sogar, wenn ich das einfügen darf, sagen sogar regimekritische Köpfe und Zeitungen, dass die Unterstützung Putins, jetzt du hast von 80% gesprochen, in Umfragen, so schwierig die zu manchmal zu bewerten sind, aber die Zustimmung sei überwiegend und er würde gewählt. Es ist also nicht so, dass nur die Macht der Gewehrläufe hier die Gewalt sozusagen die Stimmen zusammenbringt. Das ist nicht der Fall. Also es gibt eine große demokratische Legitimität. Ich habe sogar mal gesagt, wurde dann etwas kritisiert, aber ich bleibe dabei. Ich habe mal gesagt, vermutlich ist die demokratische Legitimität von Präsident Putin größer als die von Ursula von der Leyen in der Europäischen Union, weil die ist ja nicht gewählt worden, sondern die ist sozusagen im Bruch mit einem Wahlversprechen damals bei der Europawahl installiert worden. Aber diese Kampfzone wollen wir jetzt nicht beschreiten. Also eben, Russland, ich habe dich unterbrochen, erzähl weiter, ist keine Diktatur, aber es ist natürlich nicht, es ist auch keine Schweiz, das ist klar. Nein, natürlich nicht. Ich weiß auch nicht, warum das wir immer meinen, oder denken, dass das unsere System das Beste ist. Das ist ja eine kapitale Krankheit der Amerikaner. Alles, was sie gut finden, muss auf der ganzen Welt geschehen. Die Leute hier sind zufrieden. Es gibt immer Unzufriedene. Schau mal in der Stadt Zürich. Da gibt es ja auch Leute, die kleben sich auf die Straße oder weiß ich was. Das gibt es hier weniger. Ob das gut ist oder nicht, das... Man kann doch Russland nicht mit der Schweiz vergleichen oder Amerika mit Russland. Das ist, Amerika auch nicht mit der Schweiz, ist auch etwas anderes. Amerika hat die Todesstrafe, wir haben sie nicht. Ja, die Russen haben sie auch nicht. Ich meine, wie viele Leute sitzen im Gefängnis in Amerika? Das ist die höchste Pro-Kopf-Faktor, glaube Faktor 3 sogar von China. Man sollte das... Ja, die Frage ist... Man kann ja auch ausreisen. Also ich bin also nicht als Protest aus der Schweiz ausgereist, aber Leute, die nicht in Russland leben wollen, die dürfen ja ausreisen. Und es hat relativ viele Leute hier, denen gefällt es hier und mir gefällt es hier auch. Und ich bin ja eben, wie gesagt, vor 25 Jahren das erste Mal nach Russland gekommen und bin eben mit einer atlantischen Einstellung in dieses Land gekommen und ich fühle mich wohl hier. Meine Freunde, das sind alles eben Mittelständler, sehr gut ausgebildet. Aber denen gefällt es hier. Meine Lebenspartnerin zum Beispiel möchte nie aus Russland wegziehen. Das ist sehr, sehr verbreitet. Peter, ganz herzlichen Dank. Ich habe noch eine allerletzte Frage, damit wir noch einen kurzen Abschluss finden. Wir diskutieren ja jetzt oft über unerfreuliche Themen, nicht über Krieg, über militärische Spezialaktionen und Eskalationsgefahren. Blicken wir etwas in die Zukunft. Bist du eigentlich optimistisch? Bist du zuversichtlich?
Die Menschheitsgeschichte, das betone ich immer bei Weltwoche Daily, ist im Grunde ja eine Chronik von Katastrophen, aber auch die Chronik der Überwindung dieser Katastrophen, allerdings mit großem Leid immer wieder verbunden. Aber das größte Wunder ist ja eigentlich, dass es die Menschen immer noch gibt. Und es gibt uns immer noch, das ist ja nicht selbstverständlich, könnte man sagen. Wie beurteilst du die Zukunft? Bist du sehr skeptisch? Glaubst du, wir stehen am Anfang, ich sage jetzt mal 1912, 1913, vor Beginn einer Urkatastrophe, dass ihr das ganze Haus wieder einmal in die Luft fliegen könnte, aber dann nicht einfach von Europa ausgehend, sondern weltweit? Oder siehst du die heutige Situation eher als eine Art vorübergehende Anwandlung von temporärem Wahnsinn, wie der dann überwunden wird demnächst? Wie siehst du das? Vielleicht ganz kurz deine Einschätzung, positive Zukunftsperspektive, negative, glaubst du, wir müssen uns auf einen Weltkrieg einstellen? Kommt es zu ganz großen Katastrophen oder wird sich das irgendwie wieder einrenken? Zeitnah, ohne eben die Katastrophen, die wir im letzten Jahrhundert erleben mussten, beziehungsweise unsere Vorfahren. Ja, ich schlafe gerne gut und in der heutigen Zeit bringt man das ja wahrscheinlich nur fertig, wenn man einen gewissen Optimismus hat. Ich war immer ein optimistischer Mensch. Ob es einen Weltkrieg gibt oder nicht, von wem hängt das ab? Die Russen wollen das nicht, die Chinesen wollen das nicht. Die Amerikaner haben ja immer eine große Klappe und große Drohgebärden, aber schlussendlich glaube ich dann doch, dass kurz bevor die Katastrophe ausbricht, möglicherweise die Leute sich überlegen, was sie da für ein Schneebrett anstoßen. Es ist alles möglich und wenn es einen Weltkrieg gibt, es führt ja immer zu einer Vervielfachung. Das ist ja das Problem der großen Blöcke. Darum bin ich, das ist einer der Hauptgründe, warum dass ich für eine multipolare Welt bin. Je größer die Blöcke sind, desto schlimmer werden die Kriege. Ich mag mich nicht mehr erinnern, 10 Millionen Tote im Ersten Weltkrieg, 50 Millionen Tote im Zweiten Weltkrieg. Wenn es so weitergeht, dann ist eine Viertelmilliarde oder eine halbe Milliarde Leute tot. Wir sind 9 Milliarden Menschen. Ich möchte kein Zyniker sein, aber die Menschheit hat sich ja eigentlich immer wieder aufgerafft, langfristig. Wenn die Konflikte anhalten und wir einen Weltkrieg bekommen, und es ist ja immer so, dass die Leute denken dann, es ist wie das letzte Mal, das wird anders werden. Der Erste Weltkrieg war anders als die napoleonischen Kriege, der Zweite war anders als der Erste. Und dieser Konflikt wird anders geführt werden. Das sieht man ja auch an der Anzahl der Soldaten. In diesen Schlachten sind 10% der Soldaten beteiligt, verglichen mit den Schlachten, die wir im Zweiten Weltkrieg gesehen haben. Man muss optimistisch bleiben und wir sind dafür verantwortlich. Wir, unsere Generation. Lieber Peter, ganz herzlichen Dank. Und meine Damen und Herren, wir wollen das jetzt nicht überinterpretieren, aber als du zu diesem optimistischen Fazit angesetzt hast, ist die Sonne hier noch heller hinter den Wolken hervorgetreten. Das muss also ein Zeichen der Vorsehung von ganz oben gekommen sein. Wir nehmen das als Unterstützung deiner hoffnungsfrohen These, aber auch als Unterstreichung des Auftrags an uns Heutige, dass wir die Verantwortung haben, es eben nicht so weit kommen zu lassen. Und wir Schweizer sind ja glücklicherweise keine Weltmacht, keine Supermacht, sondern wir sind ein neutrales Land. Und unser Beitrag zu einer vernünftigeren, zu einer friedlicheren Welt kann, das ist meine Lektion, meine Lehre aus dieser Sendung, aus deinen Analysen, kann nur darin bestehen, wenn wir zur Neutralität zurückkehren, zur echten Weltoffenheit und auch zur Bereitschaft, jeder Seite auf diesem Planeten mit einer Empathie und einem gewissen Verständigungsvermögen, einer Verständigungsbereitschaft zu
begegnen. Wir senden Ihnen diese Grüße im Sinne der friedlichen Koexistenz, bedanken uns für die Aufmerksamkeit und auch dir, Peter, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Analysen. Das war Weltwoche Daily Spezial, ein weiteres Mal aus Moskau, und im Hintergrund sehen Sie die fantastischen Säulen des Bolschoi-Theaters hier im Zentrum der russischen Hauptstadt.